Ein Leben im Kloster. Für die meisten unvorstellbar. Es ist immer ein bisschen so ein Schreckensbild, sozusagen Männerwohnheim. Für manche die Erfüllung. Es ist ein Ruf, etwas, das man sich nicht selbst ausdenkt. Also hätte man das niemals selbst ausdenken können. Sie sind da drinnen, wir sind hier draußen. Scheinbar zwei gegensätzliche Welten. Das freie, pulsierende Treiben einerseits, eine Existenz bestimmt von Routine und Stille andererseits. So die gängige Vorstellung. Zweifelsfrei ist das Klosterleben eine einzigartige Daseinsform. Warum entscheiden sich Menschen für diesen außergewöhnlichen Weg? Und wie ist der Alltag in einer Ordensgemeinschaft wirklich? Mittagshore im Schottenstift in der Wiener Innenstadt. Wie jeden Tag versammelt sich die Gemeinschaft, um in der Mitte des Tages innezuhalten. Darunter auch Abt Nikolaus Poch. Vor 36 Jahren ist der damals 20-jährige Theologiestudent ins Kloster eingetreten. Nach nur 3 Wochen Probezeit. Ja, im Nachhinein denke ich mir eh auch, ob das irgendwie geschickt war, dass ich so früh eingetreten bin. Aber ehrlich gesagt, ich muss sagen, für mich hat es gepasst. Der Grundgedanke für mich war, dass ich irgendwie eine Lebensform suchen wollte, wo ich irgendwie auch sozusagen mit Gott lebe. Ja? Oder wo ich die Gotteserfahrungen, die mir damals eben halt auch viel bedeutet haben, sozusagen lebendig halten kann. Und da finde ich, ist das klösterliche Leben schon irgendwie deshalb irgendwie sehr geeignet, weil es halt irgendwie diesen Rahmen hat des Gebetes und diese Abwechslung von Tätigkeit und aber dann eben auch der Kontemplation einfach auch. Ja. Und zugleich auch, weil es eben halt nicht der Weg eines Einzelnen ist, sondern in einer Gemeinschaft. Das ist einfach eine Lebensform, wo irgendwann einmal plötzlich dieser Gedanke innerlich auftaucht oder auch durch äußerliche Umstände diese Anfrage an einen kommt und dann ist halt die Frage, welche Antwort gibt man drauf? Ist das etwas, dem ich nachgehe und sage, ja, da lasse ich mich drauf ein und schaue, ob das was für mich sein könnte? Ja, oder sehe ich das eben als eine Form, die nichts für mein Leben ist? Und bei mir war es eben so, dass diese Anfrage so eben durch äußerliche Umstände, aber auch innerlich in mir aufgekommen ist und ich bin dem nachgegangen und habe gefunden, ja, das könnte eine Option sein, die ich einfach gerne mal ausprobieren möchte. Und das Ausprobieren sind jetzt mittlerweile 13 Jahre geworden. Anfänglich war es nur Neugierde, sagt Schwester Nathanaela Gmoser. Ohne danach zu suchen, hätten die benediktinischen Regeln sie gefunden. Heute lebt die 33-Jährige im Orden der Benediktinerinnen der Anbetung in Wien-Otterkring. Die Regula Benedicti geben ihr in ihrem Alltag Halt. Natürlich ist es nicht immer super toll und man kommt immer mit höchster Freude zum Gebet. Das geht einfach nicht, aber ich spüre, dass mir was fehlt, wenn es einmal aus irgendwelchen Umständen ist, dass ich nicht beim Gebet sein kann oder so. Oder wenn es einmal tagsüber sehr stressig ist und es fallen vielleicht sogar mal 2 Gebetszeiten oder so aus. Da merke ich, das macht was, sondern ich brauche dieses regelmäßige Gebet. Ora et labora et lege. Bete und arbeite und lies. So lassen sich die Benediktusregeln zusammenfassen. Der klösterliche Alltag ist geprägt durch einen regelmäßigen Rhythmus von Gebet, geistlichem Studium und Arbeit. Eine stete Herausforderung bleibt die Gratwanderung zwischen zurückgezogenem Konvent und der hektischen Welt rundherum. Ich habe vorher schon gesagt, dass es für mich ganz wichtig ist, eben halt als Mönch, der eben auch sicher auch aus der Stille lebt und aus dem Gebet lebt, trotzdem auch Kontakt zu den Menschen zu haben. Wir sind nicht weltfremd, also absolut nicht. Wir verfolgen, was in der Welt passiert. Wir kriegen auch mit dadurch, dass Leute uns ihre Anliegen schreiben, Leute sich, glaube ich, manchmal sogar leichter öffnen Ordensleuten gegenüber, auch was ihre Sorgen und ihre Probleme betrifft.
Natürlich, heute kommt dazu diese ganze Dimension moderner Medien, wo du natürlich sofort auch in einer anderen Dimension wieder auch draußen bist. Und da muss sich halt auch jeder Einzelne halt sehr darum bemühen, dass er da ein geistig geprägtes Leben führen kann. Wir haben ja auch die Schule und das ist schon auch irgendwie einfach auch eine Begegnung mit jungen Menschen oder eben die Bereiche, in denen ich tätig bin. Das ist halt stark dann die Pfarrseelsorge. Und ich finde, dass ich das sehr gut ergänzen kann, wobei ich halt schon auch ganz bewusst immer wieder auch darauf achten muss, dass ich da jetzt nicht in irgendeinen Rummel hineingezogen werde, wo dann von einem klösterlichen Leben fast nichts mehr überbleibt. In jedem Kloster gibt es eine Oase der Stille, die Klausur, ein für die Öffentlichkeit unzugänglicher Bereich. Reibungen gibt es aber nicht nur mit der Außenwelt, sondern auch innerhalb der Klostermauern. Manchmal reicht ein einfaches, das tut mir leid, da habe ich was falsch gemacht und man ist wieder versöhnt. Manchmal gibt es Konflikte, die größer sind. Ja, manchmal dauert es vielleicht einfach auch eine Zeit, bis man da wieder einen Weg zueinander findet. Wir haben uns nicht ausgesucht, aber ich versuche mir dann schon wieder immer in Erinnerung zu rufen, so wie ich hergerufen bin, ist auch jeder andere hergerufen. Das ist eben halt insofern nicht ganz einfach, als ja eben wir relativ unterschiedlich ticken. Das beginnt schon einmal mit dem Lebensalter. Ja, da ist eben halt das Kloster eine Lebensform, die es ja sonst eigentlich kaum gibt, wo Menschen der verschiedenen Generationen zusammenleben. Das kann etwas Faszinierendes sein, kann aber auch schwierig sein. Ich brauche andere um mich herum, auch wenn das Gemeinschaftsleben manchmal herausfordernd ist, aber allein könnte ich nicht. Das Leben im Kollektiv bringt viele Individuen unter ein Dach. Trotzdem gibt es Möglichkeiten für jeden, sich seine Einzigartigkeit zu bewahren. Natürlich, wir sind hier im Kloster in einer ganz bestimmten Lebensform und was aber für mich trotzdem auch total wichtig ist, ist, dass ich einerseits auch Freunde habe, mit denen ich mich ab und zu treffe, dass ich auch bestimmte Dinge mir nicht nehmen lasse, auch wenn der Terminkalender schon voll ist. Zum Beispiel spiele ich jeden Tag in der Früh ein bisschen Klarinette. Also es war nicht so, dass es jemand anderen wünsche, dass er sich das anhört, aber für mich selber ist es halt irgendwie wichtig. Dann ist es natürlich auch schön, in eine Familie eingebunden zu sein, also mit meinen Geschwistern, die halt eigentlich auch schon alle so Kinder haben und das ist irgendwie auch irgendwie lustig und nett. Ich bin auch sehr froh, dass eben das bei uns vor allem sehr gern gesehen wird, wenn Familie auch zu Besuch kommt, wenn Freunde kommen, wenn man auch die Menschen, die einem wichtig sind, sich gegenseitig vorstellen kann sozusagen. Also die Gemeinschaft einerseits und dann halt auch Freunde, Familie, dass das da zusammenfinden kann. Ich gehe gern laufen, im Moment leider ein bisschen wenig, aber ich hoffe, das wird wieder. Habe auch ein bisschen angefangen, mich musikalisch da ein bisschen, aber das ist noch in den Kinderschuhen. genau, aber ja, also das ist auf alle Fälle möglich und auch, glaube ich, förderlich, weil man braucht diesen Rückzug einfach auch für sich, um dann auch wieder gut in der Gemeinschaft sein zu können. Zentral im klösterlichen Leben ist die kontinuierliche Suche nach Gott. Auf diesem Weg gibt es Schritte nach vorne, aber auch Rückschläge. Es gibt Momente, in denen ich mich da irgendwie nahe fühle und Momente, in denen ich mich weit weg fühle und Momente auch, wo ich auch diese Gottsuche ganz vergesse. Das gibt es auch im Kloster, dass man halt sozusagen dieses Leben in einer Routine lebt, dass man halt früh aufsteht, betet und so weiter und dann nachher denkt man sich, was hat das jetzt eigentlich mit Gott zu tun? Gibt es auch leider, ja. Aber irgendwie, denke ich, ist es schon ein Weg auch hin zu Gott und ich glaube schon, dass ich da in einer Weise sozusagen auf den Ruf Gottes hören kann, wie er in einer anderen Lebensform nicht möglich wäre. Beharrlichkeit braucht es nicht nur bei der Suche nach Gott. Auch zur besonderen Lebensform im Kloster muss man immer wieder Ja sagen. Ich muss daran arbeiten, wie ein Ehepaar an ihrer Beziehung arbeiten muss, damit sie hält. Und deshalb
kann ich das gut verstehen, dass das schwierig ist und ringe auch selber dann damit, mit dieser Sache und versuche einfach da dran zu bleiben und mir auch in Erinnerung zu rufen, warum habe ich diese Entscheidung getroffen und was liegt da schon für einen Weg hinter mir und wie kann ich da auch dranbleiben, da weiterzuarbeiten an dem.